Hallo miteinander, wie viel Geld gibt ihr zurzeit pro Tag aus? Vielleicht 40 Franken, vielleicht 50 Franken, vielleicht sogar 100 Franken. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Schweizerische Nationalbank zurzeit pro Tag ausgibt. Darum geht es in dieser Folge meines Geldpolitik-Blogs hier aus dem Studienzentrum Gerzensee Homeoffice bei mir zu Hause in Bern um die Währungsmarktinterventionen der Schweizerischen Nationalbank. Das ist der zweite Pfeiler ihrer Geldpolitik momentan, neben den Negativzinsen bei minus 0,75%. Die Währungsmarktinterventionen, die verhindern sollen, dass der Franken zu stark wird. Da gibt es so etwas wahrscheinlich wie einen inoffiziellen neuen Mindestkurs bei 1,05. Das wird so ein bisschen herumgereicht. Und den zu verteidigen, dafür muss die Schweizerische Nationalbank sehr, sehr viele ausländische Devisen kaufen. Letzte Woche total 11,6 Milliarden Franken. Ich habe diese Zahl gesehen heute Morgen um 10, als sie rausgekommen ist, habe ich gedacht, ja, das ist ziemlich viel Geld. Und dann habe ich mal ein Excel geöffnet und ausgerechnet, was das pro Sekunde ausmacht. Die Schweizerische Nationalbank gibt momentan die unglaubliche Summe von 20.000 Franken pro Sekunde aus, um im Währungsmarkt aktiv zu sein. Das ist, was es kostet, den Mindestkurs zu erhalten. Das Geld ist natürlich nicht verloren, es bleibt auf den Büchern der Schweizerischen Nationalbank, aber deren Bilanz ist momentan tatsächlich am explodieren. Wenn das so weitergeht bis Ende Jahr, ist die Bilanz der Schweizerischen Nationalbank Ende Jahr über 1,2 Billionen Franken groß. Schauen wir, wie das weitergeht und bis zum nächsten Mal.